Guten Abend, liebe Leute, herzlich willkommen wieder mal zurück zu Majora's Mask. Und ja, ihr seht richtig, Kaffei ist gerade wieder auf dem Weg zurück nach Unruhstadt. Das heißt, ich habe die Kaffei-Quest alles wieder nachgespielt. Ich habe die Eilpost für unsere Mama, also für die Mama von Kaffei. Und jetzt mache ich mich gerade auf den Weg, natürlich auch dahin zu gehen. Ich werde jetzt die letzte Flasche holen, die wir benötigen, um die 100% auf jeden Fall zu erreichen. Und ich möchte euch dieses Mal auf jeden Fall was ganz Bestimmtes zeigen, denn was passiert eigentlich, wenn der Mond auf die Erde fällt? Das möchte ich euch heute unbedingt mal zeigen, weil das ist eine Szene, die nicht jeder Let's Player zeigt. Nur ich kenne sehr wenige, die das halt mal gezeigt haben, und das möchte ich euch heute unbedingt mal zeigen, was wirklich passiert, wenn der Mond auf die Erde fällt. Und ja. Denn man denkt natürlich dann, okay, wir sind ja eigentlich der Held, wir möchten eigentlich alle irgendwie den Endboss immer besiegen. Aber was passiert eigentlich, wenn Link es nicht schaffen sollte? Und das möchte ich euch gerne unbedingt mal zeigen, weil Link hat eigentlich seine Aufgabe erfüllt. Er hat jedem Einzelnen geholfen, er hat die Masken, die wir hier alle sehen, sind der Beweis dafür, dass er vielen Leuten geholfen hat. Und ja, wer hat ihm eigentlich geholfen? Er hat viele Sachen nicht erreichen können. Er hatte Navi nicht finden können. Und ja, eigentlich hat es für ihn gar keinen Sinn, die Welt zu retten, muss man ganz ehrlich sagen, weil er hat allen Leuten was Gutes getan und ihm wurde nichts Gutes getan. Das ist sehr schade. Und hier ist erstmal Madame Aroma. Ihr werde ich jetzt erstmal noch den Eilbrief geben und dann kriegen wir auch die letzte Flasche in diesem Spiel. Hallöchen, Madame. Bist du etwa der, den ich auf die Suche nach Kaffei geschickt habe? Wie geht es voran? Hast du ihn gefunden? Ja, ich habe ihn gefunden. Hier ist sein Brief. Oh, eine Eilzustellung. Das ist von Kaffei, nicht wahr? Habe ich doch recht. Wunderbar, du bist wirklich ein Meisterdetektiv. Ja, ja, Verzeihung, mein Dank ist dir gewiss. Ja, ja, es ist schließlich dein Job. Und da kriegen wir es. Du hast eine Flasche Chateau Romani erhalten. Ein Schluck von dieser cremigen Köstlichkeit füllt deine Magieanzeige wieder auf. Dein magisches Durchhaltevermögen wird darüber hinaus verstärkt. Lass deine Gaumen von diesem edlen Geschmack liebkosen. Du hast einer Mutter die Gedanken ihres Sohnes überbracht. Dies wurde in einem Notizbuch vermerkt. Es tut mir sehr leid, aber alles, was ich dir geben kann, ist dies. Eigentlich wollte ich es dir ja schon früher geben. Wirklich. Ah, sie hat auf jeden Fall was ziemlich Schlechtes gehört. Mal gucken, was sie noch zu sagen hat. Du hast gute Arbeit geleistet. Jetzt solltest du aufflüchten. Ach, schade. Ich dachte, sie erzählt jetzt irgendwas. Ich glaube, sie erzählt. In dem Eilbrief steht wirklich drin, dass halt Kaffei und Anju halt zusammengekommen sind und so weiter. Der wollte jetzt natürlich seiner Mutter erzählen. Das hat er getan. Und ja, jetzt, da ich eigentlich die Chateau Romani eigentlich habe, will ich euch... Ja, warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Das mit der Zerstörung der Welt gucken wir uns, glaube ich, in einen kleinen Bonuspart an, was halt wirklich dann nach dem Finale kommen wird, auf jeden Fall. Gut, wir haben die letzte Flasche. Wir machen uns jetzt auf den Weg auf dem Mond. Ich habe alles dabei, was ich brauche. Ich habe auf jeden Fall meine Krabbelminen habe ich auf jeden Fall dabei. Die brauche ich auf jeden Fall. Und ich habe alles andere dabei. Gut, dann wollen wir mal auf die Spitze des Turmes gehen. Und heute werden wir das grande Finale einleiten. Der gewaltige Kampf gegen Dame Horror Kid. Aufgefüllt sind wir ebenfalls. Gut, okay, meine Energieleiste ist jetzt nicht voll, aber egal. Legen wir los. Das Horror Kid wird jetzt platt gemacht. Oh, Kid, da sind wir. Schwester! Till! Ganz still. Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon, rasch die vier, die dort gefangen sind, bring sie her! Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, törichte Fee. Jetzt reicht's mir aber. Ich werde nicht zulassen, dass dein Plan aufgeht. Naja, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht fertig werden. Seht doch einfach mal nach oben.
Versuch doch, das Unaufwendbare zu verhindern. Und das werden wir auch. Und er schreit los und natürlich bewegt das jetzt auch noch den Mond nach unten. Okay, Link, du weißt, was zu tun ist. Erstmal Magie auffüllen. Danke. Und jetzt muss ich erstmal wissen, wie das Lied nochmal ging. Okay, alles klar. Nee, halt, was war falsch? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Habe ich doch gespielt. Normal. Nee. Das war's gewesen, alles klar. Du hast den Gesang des Himmels gespielt. Und das ist auch das Lied, was die alte Dame uns erzählt hatte. Das haben auch alle anderen Leute gespielt, um die vier Giganten zu rufen. Und nun sind sie auf dem Weg, dem Horror-Kid eins in die Fresse zu hauen und den Mond aufzuhalten. Hey, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Was zum? Oh mein Gott! Nein! Was ist das? Ich höre Geschreie! Oh, verdammt! Diese Schmerzen! Ah, dass es aufhört! Und nun kommen sie, die vier Giganten aus allen vier Himmelsrichtungen. Aus den Süden. Und wir sehen natürlich jetzt auch, der Mond ist extrem nah. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Aus den Süden, aus den Sümpfen, kommt der Gigant. Um die Erdwelt zu retten. Aus dem Norden. Vom Pikibern. Die Berge. Aus dem Westen. Aus dem Westen kommt der Gigant aus dem Ozean. Und aus dem Osten kommt der Gigant aus den Canyon. Auch er hilft uns, die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Nur gemeinsam können sie es schaffen, natürlich den riesen Mond aufzuhalten. Natürlich noch perfekt in Position gehen. Das Coole ist, diese Szene können wir jedes Mal sehen, wenn wir halt einen der Titanen gerettet haben. Und dann steht wirklich halt nur einer da und so weiter. Und gemeinsam versuchen sie das natürlich jetzt zu halten, was sehr anstrengend ist. Kommt schon, Leute, ihr schafft es auf jeden Fall. Kommt ein bisschen mehr. Kommt schon. Oh mein Gott, das wird knapp. Guckt euch das an, wie knapp das wird. Er trifft bei den Turm. Kommt, Leute, Jungs, das schafft ihr. Kommt schon. Jawohl, sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Der Mond wurde aufgehalten. Haben wir es geschafft? Haben fahren lassen. Nein, natürlich nicht. Spaß. Sie haben es geschafft. Sie haben den Mond aufgehalten. Sehr cool. Die Welt ist gerettet, Freunde. Die vier Giganten haben es geschafft. Und das Horror-Kit liegt am Boden. Jetzt einfach schnell mit dem Schwert hingehen und einfach mal zuschlagen. Er ist stehen geblieben. Wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Schwester. Juhu, Till! Juhu, wir haben es geschafft. Oh, ist nicht schön. Wir haben es gerade noch geschafft. Die Götter waren uns gnädig. Hey, Horror-Kid, hast du nun erkannt, was du im Begriff hast zu tun? Ja, warte, Schwester, sei nicht so hart mit dem Horror-Kid. Till, warum nimmst du ihn in Schutz? Er hat dich doch nur schlecht behandelt. Du solltest ihn dafür hassen. Das Horror-Kid, es war doch nur einsam. Ja, ich mache auch vollschreckliche Dinge, wenn ich einsam bin. Mhm, klar. Es hat versucht alles um ihn herum zu zerstören. Das ist nicht gerade die Art, wie sich ein einsames Kind benehmen würde. Es war die Maske, die es dazu trieb. Das Horror-Kid konnte diesen Mächten keinen Widerstand bieten. Es war viel zu viel für ihn. Quatsch.
Nicht nur, dass es weder über Willenskraft noch Mut verfügt, es ist auch noch ein völliger Narr. Da muss ich dir recht geben. So viele Schwächen hielten es davon ab, an meiner Macht teilzuhaben. Yeah, stimmt. Gib deine Dummheit zu. Hä? Oh, wer hat da gesprochen? Das war nicht das Horrorkid. Leute, es ist die Maske. Sie hat einen eigenen Willen. Oh, das ist nicht gut. Eine Marionette, die nicht länger benutzt werden kann, ist nicht mehr als Abfall. Oh, das ist nicht gut. Der Part dieser Marionette ist nun vorüber. Das kann nicht sein. Was geschieht nun mit dem Mond? Naja, der Mond wird erstmal Majora aufsaugen. Die Maske. Oh, das ist gar nicht gut, weil der Mond ist eine Manifestation von Majora. Pures Böse und so weiter. Ich bin um zu verzehren. Verzehren alles! Okay. Und das sieht gerade so aus, als ob der voll zappern würde. Und selbst die Giganten können diesen Mond nicht aufhalten, weil der viel zu mächtig ist. Jetzt da Majora bei ihm drin ist. Das ist gar nicht gut. Wir müssen weg von hier. Rasch, die Hymne der Zeit, die Hymne der Zeit. Nein, diesmal nicht. Oh nein, du machst wohl Witze. Sag nicht, dass du da genau willst. Vergiss es, du kannst alleine gehen. Ich bleibe hier bei Tail. Dann werde ich wohl gehen. Hm? Was? Was sagt da Tail? Was ist los mit dir? Ich will nicht immer davonlaufen. Wie wäre ich stärker, hätte ich das alles verhindern können. Jungs, wir müssen uns jetzt langsam mal entscheiden, weil der Mond kommt immer näher und ich möchte den nicht wieder auf den Kopf kriegen. Und ich verstehe. Ich werde gehen. Den, du bist richtig stur geworden. Genauso wie jemand anderes, den ich kenne. Wisst ihr, ihr seid wirklich blöd. Und los geht's. Auf in den Mond, Freunde. Zeit für das Finale. Jawohl. So. Und jetzt kommt was voll Creepiges. Guckt euch das an, Freunde. Wir sind mitten auf dem Mond. Hier existiert eine Sonne. Ein einsamer Baum. Wunderschönes Gras. Bin ich tot? Nein, Freunde. Das ist wirklich jetzt hier so ein bisschen merkwürdig. Wir befinden uns jetzt in so einer Art andere Dimension. Kann man sagen. Und wirklich ist es sehr merkwürdig. Die ganze Welt um uns herum. So, das wollte ich eigentlich sagen. Wird gerade zerstört und hier laufen irgendwelche Kinder rum. Was sind denn das für Kinder? Ja, diese Kinder sind sehr, sehr merkwürdig. Ihr seht, sie haben die Masken der vier Endbosse und sehen doch auch ein bisschen von hinten so aus wie der Maskenhändler, oder? Auch die gleiche Haarfarbe so ein bisschen auch noch. Mal gucken. Ach, schönes Wetter, findest du nicht auch? Masken. Du hast viele davon. Bist du etwa auch ein Maskenverkäufer? Ja, Leute. Es gibt ja wirklich über den Maskenhändler extrem viele Theorien und so weiter. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Theorie, die sehr merkwürdig ist. Denn alle Kinder, die wir hier gerade sehen, sehen dem Maskenhändler sehr, sehr ähnlich. Und was er von uns haben möchte, sind Masken. Und deswegen sagt man auch, dass dieser Maskenhändler anscheinend eine Gottheit sein soll. Denn er hat sehr merkwürdige Kräfte. Er kann auch wirklich zu jeder Maske was erzählen und so weiter und so fort. Das ist sehr interessant alles. Und dann werde ich mit dir spielen. Also die Masken, gib mir doch mal welche. Ja, und das ist auch der Grund dafür, dass wir wirklich alle Masken gesammelt haben, weil der möchte jetzt wirklich von uns alle Masken haben, die wir besitzen. Und dann fangen wir mal an mit der Postbotenmaske. Dankeschön. Du bist ein netter Kerl. Oder etwa doch nicht? Verstecken. Lass uns anfangen. Also gut, ich verstecke mich. Und damit wir die oberste, beste Maske bekommen können, müssen wir jetzt halt wirklich mit ihm dieses Spiel hier spielen. Und dieses Spiel, was er mit uns zocken möchte, ist etwas ganz Einfaches. Wir müssen ihn halt finden. Und in jedem Bereich, wo wir uns hier gerade befinden, finden wir halt Herzteile und Masken und so weiter. Dieser Bereich hier ähnelt doch sehr, sehr stark dem Dämmerwald-Tempel, wo wir ja schon mal gewesen sind. Und
ja, hier müssen wir jetzt halt auch diesen kleinen Maskenhändler natürlich auch suchen. Schaffe ich das? Ja. Und man hört auch hier die gleiche Musik und so weiter. Und ja, in diesen Abschnitten finden wir auch alle Herzteile. Da muss ich nochmal gucken, wo ich dann nochmal lang muss, um das Herzteil von dem Zora zu bekommen. Das weiß ich wirklich jetzt nicht mehr hundertprozentig, wie ich da langfahren musste. Zack, einmal hier auf die rauf. Das mit dem Deko ist eigentlich echt noch am einfachsten. Dann auch der Bereich mit dem Goron. Der kann ein bisschen stressig sein, ist aber eigentlich auch ziemlich einfach. Und hier haben wir das nächste Herzteil. Jawohl. 4 Stück müssen wir wieder insgesamt suchen. Und wenn wir alle 4 haben, haben wir das Spiel zu 100% abgeschlossen. Es müsste eigentlich gehen, oder? Nein, es klappt nicht. Okay, dann muss ich also wieder auf die andere Seite wieder rauf. Ich muss also wieder auf dieses fahrende Rädchen wieder zurück. Schade, ich dachte, ich schaffe das jetzt. Ja, dann ist doch nicht großer Final Boss Kampf. Wenn du wirklich hier komplett alles 100% haben möchtest, musst du halt überall hingehen. Haben sie richtig cool gemacht, auf jeden Fall. Eine echt coole Idee, dass du überall hingehen musst, um mal alles zu bekommen. So, dann Juruf, zack. Das müsste ich eigentlich schaffen. Oh, hätte ich doch auf die andere Sachen reingehen müssen. Verdammt. Das ist jetzt ärgerlich. Ich wollte eigentlich in diesem Bereich jetzt nicht so lange bleiben. Der nächste Bereich wird noch schwieriger werden. Ach, Moment, ich verwechsel gerade was. Der Bereich mit dem Goron ist der schwerste, finde ich. Dann kommt der mit den Zoras. Mit dem Zora. Und dann kommt der eigentlich schon mit Link. Also Link ist eigentlich der einfachste von allen. Weil hier musst du halt richtig aufpassen, dass du halt nicht irgendwie falsch fährst oder sowas. Halt, runter. Boah, zu knapp. So, jetzt muss ich auf diese Seite darüber gehen. Rüberschweben, besser gesagt. Und dann in dem. Dann finde ich den Jungen schon, nämlich. Na, mal gucken, ob das jetzt gereicht hat. Ernsthaft? Ich muss auf die gelbe? Oh, scheiße. Ich muss natürlich auf die gelbe Pflanze. Gut. Alles klar. Okay. Gut. Das merke ich mir jetzt. Ich muss auf die gelbe Pflanze. Hm. Das ist jetzt bitter. Das ist jetzt voll ärgerlich. Zack, nochmal. Also auf die gelbe Pflanze. Okay, dann komme ich hoch genug und dann komme ich natürlich darüber. Alles klar. So. Zack. Ey, willst du mich verarschen? Warum klappt denn das jetzt nicht? Och, das gibt's doch jetzt nicht. Das ist jetzt voll ärgerlich. Warum? Warum klappt das jetzt nicht? Willst du mich verarschen? So, jetzt nochmal. Zack. Jetzt einfach ganz normal auf diese Plattform ruf. Das klappt perfekt. Vorhin ist er gerade die ganze Zeit schön geflogen. Nee, das schafft er wieder nicht. Da wird er wieder runterfallen. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Hier fliege ich auf die rauf. Dann fliege ich auf die rauf. Und dann klappt's. So, und jetzt einfach abtauchen. Ach, Mann! Link, ich hasse den Deko-Link. Ey, der ist doch scheiße. Ganz ehrlich, was soll denn das jetzt? Er ist einfach nicht jetzt abgetaucht. Ich drücke abtauchen, er... Nö. Ich bleib mal nicht. Nö, nö, warum denn? Wir wollen ja eigentlich jetzt langsam das Grande Finale einleiten, aber das klappt ja irgendwie nicht, weil... Deko-Link einfach sagt, nee, ich tauche mal nicht ab. Nee, nee, ich will lieber von irgendwas aufgespießt werden. Das macht doch Spaß. Also die Welt geht gerade voll zu Uhr und Runde und wir müssen erstmal hier die ganze Arbeit machen. So, jetzt nochmal. Schön in der Mitte landen. Wunderbar. Das sollte er gerade eben auch machen, hat aber nicht gemacht. So. Wir müssen jetzt da hinten hinfliegen und uns das Herzteil holen. Das Herzteil haben wir schon. Wir müssen jetzt nämlich zum Ausgang. Wenn du es wieder nicht schaffst, dann ist irgendwas falsch hier. Jetzt hat er es geschafft. Wunderbar, perfekt. Dann wollen wir ihm mal die nächste Maske geben. Ich habe dich gefunden, lieber Oddwolfer. Gut, du kriegst jetzt mal die Maske der Nacht. Du hast mich gefunden,
Hey, ich brauche mehr Masken. Hier, nimm einfach diese Maske hier. Dankeschön, du bist sehr nett. Darf ich dir eine Frage stellen? Deine Freunde, was für Leute sind das? Das ist eigentlich eine sehr lustige Frage. Meine Leute sind einfach nur voll coole Dudes. Die sind lustig, die sind klasse, die sind genial. Ich habe sehr viel Spaß mit ihnen. Also die sind einfach nur lustig. Dankeschön an euch alle da draußen, all meine ganzen Kumpels und so weiter und Freundinnen und so weiter. Also ihr seid einfach nur alle klasse. Ich liebe euch alle. Nee, ihr seid einfach nur toll. Ich mag meine Freunde. Ich frage mich, diese Leute, betrachten sie dich als Freund? Ja. Ja, sie betrachten mich alle sehr als Freund. Gut, Freunde. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bei Majora's Mask. Hier auf dem Mond, wo es dann weitergeht. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Part. Tschüss.